Nachdem wir nach langen Vorbereitungen endlich unseren Van am Hafen abgegeben haben, um ihn auf unsere neue Heimatinsel verschiffen zu lassen, machen auch wir uns auf den Weg dahin. Und während wir noch auf die Ankunft des Vans warten, fällt es uns noch etwas schwer, so richtig anzukommen. Meine Pumpe geht, ich bin unruhig wie Sau. Mira ist nicht so am Start. Aber irgendwann schafft es der Zauber dieser Insel doch, uns in den Bann zu ziehen. Und für uns beginnt ein neues Kapitel. Die Welt ist in Ordnung. Willkommen zurück zu einem neuen Video, nach wie vor in Thessaloniki. Juhu. Wir laufen gerade einmal quer durch die Stadt, haben uns ein nettes Café rausgesucht, wo wir gefrühstückt haben, sind jetzt gut gestärkt und konnten die ganzen Verschiffungseindrücke auch sacken lassen. Es ist ganz schön windig. Es ist sehr windig, deswegen laufen wir nicht direkt am Wasser. Und jetzt laufen wir gerade mal Richtung Airbnb. Das ist zwar eine gute Strecke zu Fuß, eine Stunde, aber wir haben uns gedacht, wir gehen einfach mal in die Richtung. Und wenn wir keine Lust mehr haben, dann rufen wir uns ein Taxi, weil wir können eh erst in 3 Stunden, glaube ich. Zwei? Ist es jetzt schon eins? Mhm. Naja, in 2 Stunden können wir ins Zimmer. Ich freue mich auf eine Dusche. Okay, ihr kennt uns, wir sind einfach solche Wasserliebhaber und wir konnten nicht widerstehen, trotz des Windes am Wasser entlang zu laufen. Und es war auch ein richtig cooles Erlebnis. Frisch geduscht, gibt es jetzt ein paar Leckereien und eine kleine Netflix-Serie. Ja, und ich sitze hier und stricke. Ich habe schon voll lange mir gewünscht, wieder mal zu stricken. Ich habe das früher mal gemacht, als ich so in der 10. Klasse war. Und habe jetzt voll lange mir schon vorgenommen, dass ich das gern wieder machen würde und mir mal einen Pullover stricke, weil das natürlich auch ein cooles Hobby ist, was ich jetzt lange nicht hatte. Cooles Hobby. Und ich muss sagen, ich bin damit noch ein bisschen noch nicht ganz zufrieden mit meinen Skills. Ich habe mir aber, glaube ich, auch nicht so ein ganz leichtes Ding rausgesucht, weil ich gleich was habe, wo ich mit 3 Fäden gleichzeitig stricke, mit so einer fusseligen Welle. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Naja, auf jeden Fall schauen wir jetzt gerade unsere Serie weiter. Ich lasse mir das leckere Gebäck von der Bäckerei schmecken und der Fabian da vielleicht auch mal beißen. Und nebenher stricke ich ein bisschen. Wirklich? Ja. Läuft bei dir. Auf geht's in eine traditionelle griechische Taverne. Ja, wir haben jetzt genug gechillt. Du bist wieder voll vegan unterwegs heute, oder? Nein, aber lecker. Alles gepackt. Mira ist nicht so am Start. Ja, ich wollte mich jetzt mal kurz melden und euch darüber informieren, dass wir wahrscheinlich jetzt während dem Flug und so nicht so wirklich die Kamera mitnehmen, weil ich vorhin beim Packen, glaube ich, einen Hexenschuss bekommen habe oder so. Auf jeden Fall ist es mir so krass in den Rücken gefahren. Es tut richtig weh. Ich kann kaum sitzen, laufen oder liegen. Das ist ein bisschen scheiße. Aber unser
Unsere Airbnb-Gastgeberin hat uns gerade eine Schmerztablette gegeben. Ich muss aber erst was essen, bevor ich die nehme. Und ich hoffe, dass es dann über den Flug hinweg einigermaßen erträglich wird. Das war jetzt einfach, glaube ich, das Resultat aus mehreren Dingen. Zum einen hatten wir jetzt viel im Auto sitzen und Autofahren. Dann das Bett hier war leider nur so mittelbequem. Das hat relativ harte Federn gehabt, die durchgedrückt haben. Dann das Laufen mit den schweren Rucksäcken. Aber das Schlimmste war eigentlich, dass ich seit, weiß ich nicht, Ewigkeiten kein Sport und Yoga mehr gemacht habe. Und ich glaube, das ist jetzt der Preis, den ich für all diese Sachen zahlen darf. Lasst euch nicht irritieren von dem Bild hinter mir. Hast du auch erzählt, die psychische Komponente? Ach so, ja, die psychische Komponente, die kann natürlich da auch mit reinspielen. Weil natürlich jetzt mit der Verschiffung und alles, das war jetzt schon emotional aufwühlend und es ist immer noch ein bisschen spannend. Und es startet halt ein komplett neues Lebenskapitel gerade. Das ist mir gar nicht so bewusst, glaube ich, ja, aber vielleicht meinem Rücken. Naja, auf jeden Fall rufen wir jetzt ein Taxi und fahren zum Flughafen und wir melden uns bei euch dann, wenn es passt. Und ansonsten seht ihr uns, wenn mein Rücken wieder heile ist und wir in Zypern angekommen sind. Hallo. Hallo. Ein kurzes Update. Meinem Rücken geht's besser. Auch ohne Schmerztablette. Ich bin ganz froh. Ich habe mich auf die Shakti-Matte gelegt in der Unterkunft und CBD-Öl genommen. Und ich glaube, das hat beides geholfen. Und jetzt sitzen wir schon eine ganze Weile am Flughafen. Unser Flug hat nämlich Verspätung. Eigentlich sollten wir jetzt schon seit 10 Minuten in der Luft sein. Aber jetzt fängt erst langsam das Boarding an. Aber immerhin fängt das Boarding an. Boarding-Regel Nummer 1. Steh auf, wenn alle im Flugzeug sind. Nein. Also nicht ganz, aber wenn die Schlange... Das machen wir nicht. So hat meine Tante mal den Flug verpasst. Und ich saß am Flughafen und habe auf sie gewartet. Mutterseelen allein in Miami. Nein, aber wir sind nicht die, die als erstes aufspringen, weil ändert ja eh nichts. Das Boarding hat übrigens ziemlich lang gedauert und weil es so windig war, sah das Ganze dann so aus. Wir sind mittlerweile gut in Zypern angekommen. Jetzt fahre ich mit dem André mal hier in Peja hoch ein bisschen auf die Berge. Wie gesagt, er hat einen ganz netten Spot. Und Mira schläft noch, die ist ein bisschen fertig von den letzten Tagen, was ich gut verstehen kann. Und ja, ich bin sehr gespannt, was die Umgebung jetzt gleich hergibt. An alarm system, and I just received an SMS that the alarm went off, and I'm not sure who is handling the van right now, if it's Salamis or if it's already customs, but the guy at the Greek port told us that it's okay to lock the van also on the side with an additional lock, and the key for that is on the car key as well, so if someone needs to go in to check stuff in the van, then they could open the lock, but they have to unlock the van first because otherwise the alarm goes off. But I'm not sure if you're handling it already or if it's still Salami's line. Okay. Okay. Okay, thank you. And also the back door is locked from the inside as well, so that can't be opened right now. The back door. And on the side door, there is a lock, and that can be opened with the small key attached to the car key. Thank you, Tassos. See you tomorrow. Bye-bye. Ich glaube, der war ein bisschen verwirrt. Was ist passiert? Also, wir sind in Zypern angekommen. Wir haben euch nicht so richtig mitgenommen in den Prozess, weil mein Rücken und so weiter. Aber wir sind hier. Wir haben jetzt auch schon den ersten entspannten Tag verbracht.
Wir haben ja die Alarmanlage von T-Tronic und da ist auch ein Ortungssystem drin. Und da haben wir jetzt schon eine SMS angefordert, die uns den Standort sagt. Und wir haben gesehen, der Van ist am Hafen. Das ist schon mal schön, er ist angekommen. Abholen können wir ihn erst morgen. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen rumtelefoniert und dann habe ich aber gerade auch noch eine SMS bekommen, dass in den Van eingebrochen wurde. Und ich schätze mal, dass die halt irgendwie die Tür geöffnet haben, bevor sie entriegelt haben. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben, weil das geht eigentlich nicht. Eigentlich, wenn du aufsperrst, ist die Alarmanlage auch aus, aber keine Ahnung. Genau, das habe ich jetzt kurz noch dem Zollagenten erklärt und morgen geht es richtig früh los, damit wir möglichst früh am Hafen sind, damit wir mit die Ersten sind, die vom Zoll quasi freigegeben werden, weil sonst kann es sein, dass wir dort 2-3 Stunden warten müssen und wir freuen uns schon richtig, den Van wieder in Empfang zu nehmen. Der André, der Freund von uns, wo wir gerade wohnen, fährt uns morgen dorthin, weil das ist schon eine Stunde von hier weg, Limassol. Und dann haben wir unser Zuhause zurück. Hoffentlich funktioniert alles ganz reibungslos. Vorher müssen wir noch bezahlen, sonst kriegen wir ihn nicht, aber... Ja, was das Ganze kostet, das erfahrt ihr dann morgen. Ja, genau, und wir auch. Ein Grund, warum dieses ganze Verschiffungsthema für uns so stressig ist, ist einfach das Thema Sprachbarriere meinerseits. Dieses ganze Gedöns hat ja die Mira umgesetzt, weil sie einfach super gut Englisch spricht. Und das war aber für uns immer gar nicht so leicht, weil... eigentlich bin mehr ich so dieser Typ, der nach außen kommuniziert und Mira ist drinnen und setzt hart um, schneidet und hat viel zu tun. Und jetzt hat man einfach voll die Doppelbelastung. Mira musste telefonieren, weil mein Englisch noch nicht gut genug ist und Video schneiden. Und das hat ein bisschen für Feuer im Ofen gesorgt. Und da kommt jetzt Rosetta Stone für uns ins Spiel, weil spätestens jetzt, wo wir hier auf Zypern eine Basis haben, würde ich einfach nicht drum rumkommen, Englisch zu lernen. Und bei mir ist das ein bisschen ein schmerzgeprägtes Thema, weil einfach in der Schule, ich war einfach kein guter Schüler und sage ich mal so, wie man in der Schule Englisch lernt, mit irgendwie Vokabeln auswendig lernen, das hat für mich nie gepasst. Und bei Rosetta Stone ist es jetzt halt so, dass man das so lernt wie eine Muttersprache. Also man hat nicht dieses Deutsch-Englisch-Vokabeln lernen oder Deutsch-Spanisch, sondern man lernt es mit Bildern, mit Hören. Und da ist einfach der Lernspaß viel höher. Und es ist nicht so dieses in sich reinprügeln. She sewed this dress this week. While we were at the laundromat, we... The sheets. Folding. Folded. Und ich freue mich schon, wenn das jetzt hier immer besser und besser wird. Und wenn ihr jetzt auch was für eure Fremdsprache tun wollt, dann könnt ihr mit unserem Link hier unten bis zu 50% sparen und wir empfehlen euch den Lifetime-Zugang, weil das bezahlt man einmal und hat ein Leben lang Zugang auf alle Sprachen, die es bei Rosetta Stone gibt. Das sind 25 Stück und ja, es ist nur wärmstens zu empfehlen. Ich habe jetzt so stark gemerkt, was das mit einem emotional macht, wenn man diese Sprachbarriere hat, aber einfach sich unterhalten und verständigen möchte. Für uns geht es jetzt tatsächlich schon zu unserer ersten Wohnungsbesichtigung. Ja. Wir sind schon ganz gespannt, dürfen mit dem Roller von André und Lisanne schnell hindüsen und wir berichten euch hinterher. Also die Wohnung war kacke und es hat so geregnet und gehagelt auf einmal. Ich sag's euch, das ist mir bis in die Ritze gelaufen. Ist auch nass, oder? Ja, leicht. Thank you.
Und endlich war es soweit und der Tag der Tage ist gekommen, der Tag, an dem wir endlich wieder unseren Van abholen sollten. Und wir waren ganz schön aufgeregt, aber definitiv auch voller Vorfreude, als wir uns mit André ins Auto gesetzt haben, der uns netterweise bis zum Hafen nach Limassol gefahren hat. Was geht ab? Wir warten auf unseren Zollbeamten und kriegen dann hoffentlich unseren Van zurück. Ich sag's euch, eigentlich bin ich bei sowas nicht nervös, aber irgendwie auch noch ein Kaffee auf nüchternen Magen, Koffein, meine Pumpe geht, ich bin unruhig wie Sau. Und jetzt sind die mit unseren Dokumenten verschwunden. Ja, ich hoffe, die kommen jetzt bald und wir können den Van haben und alles ist gut. 2 Stunden später. Wir holen jetzt den Van. Ich gehe mit so einem Zollmann mit. Ja. Und dann holt ihr mich hoffentlich wieder ab. Und dann holen wir dich ab, ja. Okay, jetzt kommt er wieder. Da kommt er. Ich sehe ihn schon ganz klein. Komm, lass uns durch. Ich glaube, der Farman ist so happy gerade. Wir haben es geschafft! Welch Druck in mir war und immer noch ist. Entspann dich! Wir haben es geschafft! Ich freue mich jetzt auf den Jimmy. Hallo! Jetzt sind wir mal gespannt. Schaut aus wie gehabt. Ah ja, unser Dach ist nach wie vor wohl undicht. Oh, schade. So, jetzt haben wir die nächste Herausforderung. Welche? Der Verkehr hier. Ja, ja, stimmt. Jetzt ist Linksverkehr angesagt. Und das ist leicht, wenn man irgendwie jemand vor sich hat. Aber das ist, man darf sich erst mal dran gewöhnen, weil ich habe mich gestern auf dem Roller schon dabei erwischt. So, du biegst ab und dann fährst du halt rechts und dann stellst du fest, fuck, mir kommt ein Auto entgegen, ich muss auf die andere Seite. Und wenn man dann in einem zypriotischen Auto sitzt, wo das Lenkrad rechts ist, dann ist das nochmal was anderes. Aber wenn man in einem deutschen Auto sitzt, wo das Lenkrad links ist. Deswegen sitze ich jetzt auch hier an der Seite. Ich sitze ja sonst meistens in der Mitte, damit ich einfach dem Fahrer helfen kann, ein bisschen zu gucken, weil sonst hat er nicht viel Blick zum Abbiegen. Und wir schreiben jetzt einen kleinen Zettel, den wir an die Scheibe kleben. Natürlich so, dass sie die Sicht nicht verdeckt, aber als Erinnerung, dass er links fahren muss. Kreisverkehr fahren. Funktioniert das in deinem Gehirn gerade nicht? Ja. Ja, wenn die anderen da so fahren, dann geht das schon. Müssen wir hier auch nicht. Hey. Du musst dir einfach vorstellen, du fährst auf so einer zweispurigen Straße. Das war jetzt alles ein bisschen holprig und schnell und für euch wahrscheinlich auch lückenhaft. Wir werden, wenn wir jetzt dann gleich auch wieder angekommen sind und ein bisschen Zeit haben, euch das alles erklären, wie das jetzt abgelaufen ist, auch warum das überdurchschnittlich lange gedauert hat teilweise, aber auch wie unsere Erfahrung jetzt mit den Zollagenten und so war. Aber ich glaube, jetzt müssen wir erstmal klarkommen, uns an den Linksverkehr gewöhnen, uns freuen, dass wir das geschafft haben. Das war so krass einfach. Ich habe vorhin im E-Mail-Verlauf geguckt, weil ich was nachgeschaut habe.
die ersten E-Mail-Verkehr zu der Sache, der hat stattgefunden fast vor im Oktober, also fast ein halbes Jahr. Also wir sind jetzt einfach super erleichtert, dass das geklappt hat und dürfen das alles erstmal verarbeiten. So, jetzt haben wir unseren Van zurück und wir haben uns ein paar Momente Zeit gegeben, um ein bisschen anzukommen, alle Eindrücke zu verarbeiten und wollen aber jetzt auf jeden Fall mit euch noch teilen, wie dieser Prozess abgelaufen ist, weil wir einfach währenddessen nicht so richtig euch mitnehmen konnten, weil es einfach alles zum einen irgendwie sehr schnell ging und weil wir einfach uns auch konzentrieren mussten, damit alles reibungslos klappt. Schritt 1 war, dass wir zum Büro unserer Reederei gegangen sind, über die wir gebucht haben. Das ist Salamis Shipping Line, weil dort mussten wir erstmal die Verschiffung bezahlen, damit wir ein Dokument bekommen, das heißt Delivery Order. Mit diesem Dokument geht man dann wiederum zum Zoll, um zu belegen, dass man bezahlt hat und bekommt dann später sein Fahrzeug wieder. Wir sind also dahin gegangen, um zu zahlen. Und da lief nicht alles ganz so reibungslos, wie wir uns das gewünscht haben. Das war eine Nummer. Als wir dahin gefahren sind, habe ich bei meinem Handy nochmal, kennt ihr das, wenn man das Handy mit dem Fingerabdruck entsperrt, ich hatte das immer aus. Und irgendwie aus Langeweile oder warum auch immer, habe ich das aktiviert im Auto. Und das wurde uns aber nochmal zum Verhängnis. Wir sind dann da bei diesem Salamis Shipping und die sagen, okay, jetzt zahlen. Und der PIN-Code von unserer Karte ist in unserer Banking-App. Und die Banking-App, wir wussten den PIN-Code einfach nicht auswendig, weil das unsere Geschäftskarte ist. Ich will also die Banking-App öffnen und dann sagt die Banking-App, hey, die Banking-App, da wurde der Fingerabdruck geändert, weil die konnte ich nämlich früher mit meinem Fingerabdruck entspannen. Das geht nicht mehr, dann bin ich da nicht reinkommen. Parallel stellt die Mira fest, dass die nicht unsere Anschrift, unsere Firmenanschrift auf der Rechnung hatten, sondern eine Privatanschrift. Dann gab es mal eine kurze Eskalation. Dann gab es eine kurze Eskalation. Ich bin völlig ausgeflippt, weil ihr müsst euch vorstellen, wir hatten mit dieser Shipping Line die letzten Monate bestimmt 60 Berührungspunkte. WhatsApp, E-Mail, Telefon und das wurde besprochen und das wurde dann halt einfach vergessen. Und wir waren eh schon so aufgeregt, weil der Zollagent gesagt hat, ihr müsst so früh wie möglich kommen, dass das alles schnell über die Bühne geht. Long story short, das hat dann alles funktioniert. Wir konnten dann zahlen. Ich habe den PIN-Code rausgefunden. Die Dame konnte das dann noch ändern, dass es auf unsere Firmenadresse gegangen ist und dann hatten wir die Delivery Order und dann konnten wir zum Zoll / zum Hafen fahren, wo dann der Van auf uns warten sollte. Genau, dann haben wir dort nach einer gewissen Zeit auch unseren Zollagenten gefunden, hat kurz gedauert, aber dann war er da und der hat dann unsere Dokumente entgegengenommen. Das war einmal das T2L-Dokument, das ist so ein Formular, das hat uns in Deutschland eine Zollagentur ausgestellt, weil man muss quasi von dem Ursprungsort der Ware, also in dem Fall dem Van, dieses Dokument ausstellen lassen. Und in diesem Dokument ist auch niedergeschrieben, dass wir nichts zu verzollen haben, weil wir ja keine klassische Ware einführen. Dann wollten die die Vollmacht, dann wollten die den Fahrzeugschein, dann wollten sie diese Delivery Order und was wollten sie noch? Zu alles. Alles, was wir hatten, haben sie genommen. Ich glaube, meinen Ausweis haben sie noch mitgenommen. Und dann haben wir gewartet. Dann kam irgendwann der eine Zollbeamte nochmal zurück. Der hat sich dann von uns Fotos schicken lassen vom Innenraum, weil der meinte, wenn wir jetzt nur ein Bett hätten, dann würde das Ganze nicht als Camper zählen, sondern nur als Auto. Aber wenn wir eine Küche hätten, wäre es ein Camper. Dann haben wir gesagt, ja, wir haben eine Küche. Dann habe ich dem ganz viele Fotos geschickt. Und er hat gesagt, er druckt die jetzt aus, weil wenn wir Glück haben, müssen die Kollegen dann gar nicht ins Fahrzeug reinschauen, sondern ihnen reichen die Bilder und dann geht das alles natürlich viel, viel schneller. Und dann hat er mich irgendwann wieder mitgenommen zu einer Kollegin ins Büro. Der hat da die ganzen Dokumente und Bilder vorgelegt, ihr das kurz erklärt, das und das und das. Dann musste ich eine Unterschrift leisten und dann hieß es wieder warten. Und kurze Zeit später wurde der Fabian dann von einem der Zollagenten mitgenommen in den Hafenbereich und durfte da den Van abholen. Genau. Ich bin rausgefahren, habe geparkt, bin wieder zu Mira. Und dann war es eigentlich nur noch dran, den Zollagenten zu bezahlen. Dann War es das. Dann hieß es links. Ihr seid frei. Ihr seid frei. Fahrt auf der linken Seite, hieß es dann. Ja, genau. Aber hat er wirklich so gesagt, ey, nee. Seid vorsichtig und so. Ich würde sagen, unsere Erfahrung mit gerade mit den Zollagenten war wirklich sehr, sehr gut. Die waren so freundlich und haben, glaube ich, uns einfach auch gemocht. Ja. Darum hat es auch funktioniert, dass die nur die Bilder hatten und nicht wirklich live hier reinschauen mussten. Und jetzt gibt es natürlich noch die Frage, Costa Quanta, was hat uns der Spaß gekostet, außer 1000 Nerven? Ja, was hat der ganze Spaß gekostet? Ich mach's kurz, es hat 1800 Euro gekostet.
Aber es war einfach die sicherste Möglichkeit, hier mit dem Van nach Zypern zu kommen und nicht vor irgendeiner Grenze zu stehen, wo es heißt, hey, leider bist du jetzt 2000 Kilometer oder 3000 Kilometer umsonst gefahren. Ja, ich denke, mit all den Informationen, die wir jetzt auch über die Zeit noch gesammelt haben und Erfahrungen, die wir gehört haben, sind wir sehr froh, dass wir diesen Weg gegangen sind. Ich kann mir vorstellen, wenn wir jetzt nicht hierher kommen würden und auch hierhin auswandern, dass es dann nochmal anders ausschauen würde, aber in unserer Situation war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ist es. Ja, und jetzt heißt es hier wieder sich eingrooven und wir freuen uns drauf, dass der Van jetzt auch mit uns hier angekommen ist. Absolut. Wir sind jetzt wieder in unseren Van eingezogen. Es hat ein paar Tage gedauert, weil einfach sehr untypisches Wetter für Zypern war. Es hat nämlich nur geregnet und war kalt und da hatten wir einfach keinen Bock auf den Umzug. Zumal ja unser Dach leider ein bisschen undicht ist. Das haben wir euch, glaube ich, im letzten Video gar nicht gezeigt. Aber während wir in Deutschland waren, haben wir festgestellt, dass wir eine undichte Stelle am Dach haben. Wir vermuten, dass einfach nur eine von den Fugen, die quasi die Blechteile der Karosserie, sage ich es richtig, verbindet, dass die irgendwie ein bisschen porös ist und die muss man halt, da muss man halt mit Dichtmasse nochmal drüber gehen. Ist jetzt kein großer Act, aber wenn halt immer Schnee drauf liegt, dann kann man das halt nicht machen. genau, und deshalb hatten wir jetzt bei dem Regen keine Lust, in den Van zu ziehen, aber jetzt sind wir wieder im Van. Es hat ein bisschen gedauert, alles wieder zurück reinzuziehen, so wie das halt immer ist. Man sammelt dann irgendwie doch Gegenstände an. So wie jetzt hier im Gästezimmer von André und Lisanne. Und es war super schön, dass wir mit den beiden jetzt hier Zeit verbringen konnten. Wir werden natürlich mit Sicherheit weiterhin viel Zeit verbringen, weil wir auch hier in der Nachbarschaft nach Wohnungen suchen. Aber es war super schön und nett von Ihnen, dass Sie uns jetzt für unsere Anfangszeit so aufgenommen haben. Es war ein wirklich schöner Start. Aber jetzt freuen wir uns auch sehr, wieder zurück in unserem Van zu sein und diese Insel zu erkunden. Ich bin ein bisschen hyped. Ja, doch, das wird richtig krass. Gib nur mal einen Blick da raus, Mira. Und wie es der Zufall will, sind gerade andere YouTuber auf der Insel, die wir schon von Griechenland kennen. Das ist Maybrit und Niklas. Und auch bekannt als This Old Truck. Einige von euch kennen sie bestimmt. Ja, ich weiß, dass einige von euch sie kennen. Die haben auch einen richtig tollen Kanal, aber die können vielleicht nachher gleich mal kurz in zwei, drei Sätzen selber erzählen, warum ihr bei ihnen mal vorbeischauen solltet. Sind auch richtig nett und haben echt tolles Fahrzeug. Ich freue mich jetzt schon gleich mal wieder da rein zu blicken, weil das ist ja auch schon 1,5 Jahre her oder so, als wir die getroffen haben. Ja. Und die beiden... Nee, stimmt nicht. Ein gutes Jahr. Und die beiden werden morgen wieder in den anderen Teil der Insel weiterfahren. Deswegen nutzen wir die Gelegenheit, dass wir sie heute hier noch sehen können. Wir gehen gemeinsam essen, werden bestimmt ein bisschen noch am Strand entlang bummeln. Und einfach eine schöne Zeit zusammen haben. Genau. Das ist nicht das Auto. Das ist nicht das Auto. Das ist nicht das Auto. Achtung auf die Katze. Da ist das Old Truck. Hallo. Deutscher Camper. Hallo. Es ist jetzt schon 11:30 Uhr. Wir saßen irgendwie jetzt ganz schön lang bei Maybrit und Niklas im Bus und haben uns so gut unterhalten, dass die Zeit richtig schnell vorbeigegangen ist. Wir sind jetzt in den Van. Hier ist es schön warm. Und was hast du entdeckt? Also erstens, wir haben gerade umgeparkt und ich stand währenddessen draußen. Zuerst habe ich einen krassen Kometen gesehen und dann stand da so ein anderer Camper und dachte ich mir so, wo der wohl herkommt, gehe so hin. Und ich habe gespürt, ich wusste, der kommt aus unserem Landkreis. Wir haben ja unser World-Kennzeichen. Ich wusste, der kommt irgendwie... Ich weiß nicht. Du hast es gespürt. Ah. Und alles ist verbunden. Und der hat auch ein World-Kennzeichen. Richtig crazy. Wir haben gerade schon so gesagt, sollen wir mal klopfen. Aber jetzt 11:30 Uhr. Nee, aber... Dunk, dunk, dunk. Wir freuen uns, wenn wir vielleicht morgen mal mit denen
schnacken können. Ja. Wie viel, ich habe wirklich mir gedacht, stell dir vor, die kommen jetzt aus, wie klein wäre die Welt. Wir sind auf Zypern, wo niemand ist, gefühlt, wo es sauschwer ist hinzukommen. Wir haben jetzt halt wochenlang gestruggelt, irgendwie auf diese Insel zu kommen. Wie crazy wäre es jetzt, wenn hier jemand aus unserem Landkreis parken würde. Und was ist dann passiert? Dann war es so. Boah. Gute Nacht! Guten Morgen. Sitze ich mich hier, glaube ich, hin, weil das ganz schön rumwackelt. Wir stehen jetzt hier am gleichen Parkplatz wie das Old Truck, also Maybrit und Niklas. Ich fand das gestern schon wieder so schön. Wir hatten das mit Anne und Fabi, mit den Neuland-Pionieren. Und auch mit den beiden jetzt. Durch diese Verbindung YouTube und diese Verbindung Vanlife hat man sich einfach so viel zu erzählen und versteht sich auf so vielen Ebenen und weiß, was der andere Mensch einem gegenüber für Themen hat und was ihn beschäftigt. Und oftmals sind es die gleichen Dinge. Und dadurch steht halt entsteht in kürzester Zeit einfach so eine schöne Verbindung. Und ich weiß nicht, ob das die Mira gestern erzählt hat, aber wir sind um 5 los, um 17 Uhr haben uns mit ihnen getroffen und auf einmal war es irgendwie 12 oder so und zack, vergingen 7 Stunden und es war so kurzweilig, so richtig schön. Ja, ich genieße jetzt hier das Lighthouse Beach, also den Leuchtturm, weil letztes Jahr war das hier gesperrt, da wollte ich mit Mira hier schon spazieren gehen, als wir hier waren, aber jetzt schauen wir mal, wie weit man jetzt dahin kann. Ja, wir haben ein richtiges Schnäppchen gemacht. Für 700 Euro im Monat haben wir diesen wunderbaren Komplex hier. Das kleinere Quadrat, das ist unser Gasthaus. Und das Große, das nutzen wir zum Leben. Und das unten, das haben wir noch vermietet als Airbnb. Das bringt nochmal so 8.000 bis 10.000 Euro im Monat. Ja, aber haben wir wieder mal einen guten Schnapper gemacht. Und jetzt würde ich sagen, machen wir ein bisschen Sport. Ich will jetzt keinen Sport machen. Morgen. Hallo. Guten Morgen. Oh, bist du kleine Äuglein? Oh Gott, du bist hier ins Kopf. So klein schwarz. Oh nein, bist du süß. Oh. Hallo. Oh. Oh, hallo, hallo. Oh. Hallo. Schau mal her. Das fühlt sich ultra witzig an. Ich frage mich, wozu das gut ist, weil das ist überhaupt nicht anstrengend. Weil das einfach nur schwingt. Verstehe es auch nicht. So, jetzt hat es doch einen Moment gedauert, aber jetzt, wie versprochen, stellen wir euch noch Maybrit und Niklas vor, dass sie stellen sich viel mehr selber vor, was sie denn auf YouTube machen. Und wir haben gestern erfahren, das ist auch was Außergewöhnliches, was sie gemacht haben jetzt zuletzt, was es so wohl gerade aktuell nicht auf YouTube gibt. Ja, wir sind Maybrit und Niklas und wir sind mit diesem wunderschönen Oldtimer unterwegs. Ja, und waren jetzt in Zentralasien bis in die Mongolei und haben da eine Menge erlebt. Ja, und machen halt Vanlife-Content. Also könnt ihr gerne mal am Ende des Videos vorbeischauen. Link ist in der Videobeschreibung. Ja, die beiden machen sich jetzt auf und Niklas hat es gerade so nett gesagt, sie fahren jetzt ganz hinter zum Ende des Pfannenstiels in die Türkei. Wir bleiben jetzt erstmal hier in Südzypern und was Nordzypern zu bieten habt, findet ihr dann bestimmt bei den zwei raus. Bei uns wird es noch ein bisschen dauern, bis wir das rausfinden. Aber ich finde es war richtig schön, dass wir uns gesehen haben. Die Zeit ist so schnell gestern auf einmal vorbeigegangen. Das war wirklich cool. Ich habe es heute Morgen schon erzählt. Es war auf jeden Fall viel Austausch da und es war sehr, sehr schön.
So, wir haben jetzt, nachdem wir uns von Niklas und Maybrit verabschiedet haben, noch ein bisschen gearbeitet. Und jetzt geht's für uns mal zum Einkaufen, weil der Kühlschrank ist leer. Wir sind ja jetzt gerade erst wieder in den Van gezogen und dementsprechend ist nichts da. Aber der Hunger ist groß. Und wir sind gerade am Recherchieren, ob wir irgendwie einen kleinen Obst-Gemüsestand oder sowas finden, der gerade auf hat. Mal gucken. Und dann geht's für uns heute noch auf eine Wohnungsbesichtigung. Nach unserem letzten Videos sind bei euch sehr viele Fragen aufgetaucht, was wir hier eigentlich machen mit Zypern, wieso, weshalb, warum, wie das auch so war. Und vorweg nochmal kurz, wir hören nicht mit Vanlife auf, nur weil wir gerade uns eine Wohnung suchen. Wir machen weiterhin Vanlife, wir haben nicht so viel Geld ausgegeben, um den Van hierher zu bringen, um ihn dann nicht mehr zu nutzen. Aber trotzdem haben wir uns überlegt, dass wir in unserem nächsten Video ein Q&A machen. Also dass wir einfach eure Fragen beantworten und uns mal hinsetzen und alles sammeln, was von euch gerade so kommt. Also wenn ihr Fragen habt, eigentlich egal, ob jetzt hat generell zum Vanlife oder was ihr uns schon immer fragen wolltet oder jetzt auch konkret zu Zypern oder dieser Situation, in der wir hier gerade sind, dann könnt ihr das gerne machen und wir werden dann auf vieles eingehen. Was wir aber vorweg sagen können, ist, dass wir keine Beratung machen und steuerliche Beratung? Ja, also wir machen keine Beratung zum Thema Auswandern. Wir können keine steuerlichen, rechtlichen Fragen beantworten. Werden wir auch nicht. Das nur vorweg. Aber wir können euch so ein bisschen unsere Beweggründe und andere Sachen erzählen, die ihr halt so wissen wollt. Also schießt gerne unten in die Kommentare eure Fragen. Wenn ihr sie nicht hier öffentlich schreiben wollt, schreibt sie uns per E-Mail oder per Instagram, ganz wie ihr möchtet. Und dann versuchen wir, so viel wie möglich von den Sachen zu beantworten. Aber jetzt geht's erstmal einkaufen. Ganz chillig, cruisen wir heute rum. Heute ist voll wie Samstag, obwohl Freitag ist. Die ganze Woche hier schon. Ja. Außer Donnerstag. Jetzt wäre es dann echt mal wieder Zeit, fokussiert arbeiten zu können. Das war jetzt schon eine geballte Zeit irgendwie. Fast 4-5 Wochen, wo da nicht so Vollgasvertrieb ging, wie ich das eigentlich gerne mache. Zeit, dass wieder eine gewisse Normalität in unser Leben einzieht. Vielleicht ja durch die Wohnungsbesichtigung heute. Eventuell, ja. Es kann nämlich dann hier in Zypern schnell gehen, wenn einem was gefällt. Wir sind gerade auf Stellplatzsuche. Beziehungsweise auf Stellplatzfindung. Und dieser Platz hier wurde uns empfohlen von einem Freund, aber es kann sein, dass es hier heute Nacht ein bisschen laut ist, weil das ist direkt an der Straße, es ist Wochenende, nicht, dass da die Tuner unterwegs sind, die Tuner. Hier ist aber wunderschön, aber wir haben beim Spazierengehen neulich einen Platz gefunden, der fast noch schöner ist und da fahren wir jetzt. Auf jeden Fall ist der noch schöner. Der wird Hammer. Okay, die Mira pokert hoch mit euch. Also, du kannst mir nicht erzählen, dass du diesen Platz hier schöner findest als den anderen. Das kann man ja überhaupt nicht vergleichen. Nee, ich habe halt nur aufs Meer gerade geguckt. Yesterday somehow, time has stopped, nothing's changed, we're the same. And we skip the small talk, cause you know me, yeah, you know me, like nobody else. Skip the small talk. Also ich glaube, wir sind uns einig, dieser Platz ist deutlich krasser und schöner als der vorherige. Da gibt's nix. Da gibt's nix. Da
sky's beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I played for you. Now I'm drinking from the bottle as I do. It's like a long dream. You're on the wrong team. Oh, there's a light and there's a fire coming out of me. Every time I see walls are destroyed, and one is a boy fighting hard to be the better part of me. So I can do a dance and make us both forget, only to start it up and play it out again. Dieser Stellplatz ist jetzt gerade unser neues Zuhause. Aber wir haben auch noch andere News. Denn wir haben jetzt eine Base, wir haben jetzt eine Wohnung, wir haben jetzt einen Standort, an den wir zurückgehen können. Die Besichtigung war gut. Wir haben eine coole Drei-Zimmer-Wohnung. Zwei Schlafzimmer, eine Wohnküche. Und das ist einfach super, weil, wenn jetzt mal das Wetter kacke ist, einfach einen Rückzug zu haben. Ja, oder auch, wenn es hier im Sommer so richtig heiß wird, dann glaube ich, packt man es im Van auch kaum mehr. Dann ist auch schön, einfach eine Klimaanlage zu haben und dann irgendwie, wenn es vielleicht am Abend ein bisschen kühler wird, dann kann man, oder halt am Nachmittag, dann kann man mit dem Van wieder los und so. Wir freuen uns richtig, da reinzugehen und die auch so ein bisschen gemütlich einzurichten. Die ist möbliert. Wir haben nach einer möblierten Wohnung geschaut, einfach weil wir gesagt haben, wir haben jetzt gerade nicht die Ressourcen und auch nicht die Zeit und Lust, da jetzt super viel Möbel einkaufen zu gehen, eine komplette Wohnung einrichten zu gehen, weil es soll halt unsere Base sein, unser Ort, an dem wir immer zurück können, aber wir wollen ja trotzdem weiterhin reisen, deswegen macht es einfach nicht Sinn, da jetzt irgendwie, keine Ahnung, mehrere tausend Euro reinstecken und neue Möbel zu kaufen, das wäre nicht richtig. Nee, das soll da sein und funktionieren, wenn man es braucht. Ja, und es kann jetzt alles relativ schnell gehen, dass wir da rein können, wahrscheinlich schon in den nächsten paar Tagen. Das läuft hier in Zypern ein bisschen anders. Und dann zeigen wir euch die natürlich auch mal, wenn es soweit ist. Aber jetzt genießen wir so sehr, dass unser kleines, richtiges Zuhause, unser Hauptzuhause hier an dieser Klippe am Meer steht. Die Wellen rauschen, die Sonne ist schon untergegangen, aber der Himmel ist noch schön orange und es ist einfach ein so schön. Und morgen gehe ich da mal rein. Echt, oder? Ja, auf jeden Fall. Kennst mich doch. Krasse Nummer. Ja, ich werde uns jetzt was kochen und dann werden wir wahrscheinlich den Abend ganz gemütlich ausklingen lassen. Ach, habt ihr Hunger? Ja, sehr sogar. Ach, das ist die Wurzel allen Übels mit dir. Oh, wie sie mich gerade anschaut, ihr müsstet sie sehen. Als ob sie mich gleich auffrisst und nicht den leckeren Blumenkohlsalat. Möchtest du den Mandelmuslöffel abschlecken? Ja. Hier damit. Lecker, ne? Aber das verpappt mir immer so den Mund. So köstlich. Randvoll. Und ich habe voll enthusiastisch schon geschwenkt. So, ich habe jetzt noch einen kleinen Snack gemacht. Ich bin so müde, ich bin gerade fast hier auf der Couch eingeschlafen nach dem Essen. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal
so ein bisschen die ganzen letzten Tage oder eigentlich Wochen verarbeiten, weil es jetzt doch alles sehr schnell ging und alles sehr viel war. Und ich glaube, irgendwie ist in unserem System noch nicht richtig verankert, dass jetzt eigentlich alles Wichtige erledigt ist, dass wir jetzt hier sind, dass die Verschiffung geklappt hat. Das war eigentlich das Wichtigste, die Verschiffung. Und jetzt sind wir einfach hier. Und ich glaube, das darf jetzt erstmal auch in uns drin ankommen. Und da werden wir uns die nächsten Tage auf jeden Fall ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen ruhiger auch zu machen. Und deshalb beenden wir jetzt für heute auch das Video hier. Denkt dran, nächstes Mal gibt es das Q&A, also stellt gerne all eure Fragen. Und danach könnt ihr euch aber wieder auf richtig coolen Vanlife-Content von der Insel freuen. Also wir haben richtig Bock, die Insel zu erkunden. Wir haben richtig Lust, ins Hinterland zu fahren und einfach diese ganzen tollen Strände und Buchten abzufahren. Und auch die Berge sollen hier wunderschön sein. Also es gibt super viel zu entdecken und wir freuen uns schon drauf. Ich denke, wir werden die nächsten Tage auch ein bisschen nutzen, um zu schauen, was denn alles so in petto ist. Also was Zypern alles so zu bieten hat. Und freuen uns richtig drauf und wir freuen uns, wenn ihr auch mit dabei seid und uns begleitet. Und damit ihr das Q&A nächste Woche nicht verpasst, am besten abonnieren und gerne auch die Glocke aktivieren, dann werdet ihr nämlich daran erinnert, wenn das Video gepostet wird. Wir posten immer Donnerstag 17 Uhr und ja, damit würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace!